Hallo, wir von BeamerShop24 möchten euch heute den Epson EBW29 vorstellen. Der Epson EBW29 ist ein LCD-Multimedia-Projektor, kann also für die unterschiedlichsten Anwendungen genutzt werden, sei es jetzt für Präsentationen im Büro oder auch in der Schule oder auch zu Hause, wenn man jetzt mal einen Film schauen möchte oder auch mal einen Fußballnachmittag mit Freunden verbringen möchte. Der LCD-Projektor arbeitet mit der WXGA-Auflösung, sprich 1280 x 800 Bildpunkten. Er bietet 3000 Lumen und einen Kontrast von 10.000 zu 1. Der Projektor ist dank seiner WXGA-Auflösung sehr multimedial einsetzbar, denn über die 16:10-Auflösung gibt er sowohl ein 16:9-Bild aus oder halt 16:10 in Natura, so wie wir es auch bei vielen Notebooks sehen. Da können wir also sowohl eine Präsentation gut drauf zeigen oder auch zum Beispiel Filme schauen oder natürlich auch Fußball. Dank der WXGA-Auflösung unterstützt er auch gleich das HD-Ready-Format, sodass wir das Ganze auch in HD-Qualität sehen können. Wenn wir mit dem Projektor zum Beispiel unterwegs sind und eine Präsentation zeigen möchten, bietet es sich natürlich auch an, den Projektor mit dem optionalen LPAP 07 WLAN-Modul auszustatten. Denn dann sind wir in der Lage, zum Beispiel vom Tablet, vom Smartphone oder auch vom Notebook drahtlos Daten an den EBW29 zu senden. Das Interessante dabei ist, er projiziert praktisch eine Art QR-Code, den wir mit dem Smartphone entsprechend aufnehmen können. Und mit der installierten Epson iProjection App verbindet er sich dann direkt mit dem Projektor. So können wir die Präsentation aus der App heraus direkt starten, brauchen nicht großartig lange was einrichten. Eine sehr praktische Sache. Schauen wir uns nun einmal die Anschlüsse des Projektors an. Hier haben wir eine USB-Typ-A-Schnittstelle, eine USB-Typ-B-Schnittstelle, eine LAN-Schnittstelle, einen S-Video-Anschluss, einen Cinch-Video-Anschluss, einen Stereo-Cinch-Audio-Eingang, eine RS-232C-Schnittstelle, einen Monitor-Ausgang, einen HDMI-Eingang, einen Audio-Ein- und einen Audio-Ausgang auf 3,5 mm Klinkenbasis, einen VGA-Eingang, einen weiteren VGA-Eingang sowie einen weiteren 3,5 mm Audio-Eingang. Eine weitere praktische Eigenschaft des Epson EBW29 ist seine vertikale und horizontale Keystone-Korrektur. Wenn wir also mit dem Gerät unterwegs sind, es dann mal auf den Tisch stellen und das Bild leicht angleichen müssen, haben wir die Möglichkeit, jeweils vertikal als auch horizontal einen Ausgleich von plus minus 30 Grad vorzunehmen. Vertikal können wir die Einstellung zum Beispiel über die Fernbedienung vornehmen und für die horizontale Einstellung bietet er hier oben auf der Oberfläche einen Slider. So lässt sich das Ganze einfach per Fingerschub einstellen. Das Ganze ist natürlich auch dann sehr praktisch, wenn wir den Projektor an die Decke bringen möchten. Denn oftmals ist es ja so, dass wir ihn leicht neigen müssen. Da empfiehlt sich natürlich die Einstellung über die Fernbedienung. Apropos Deckenmontage, hierfür empfehlen wir zum Beispiel die Selexon Multicell 1200W. Auf der einen Seite mit den kleinen Armen, die beiliegen, passt sie vernünftig an den Projektor. Auf der anderen Seite passt sie natürlich auch farblich gut zum Gerät. Eine weitere praktische Eigenschaft des W29 finden wir ebenfalls hier vorne am Objektiv und dabei handelt es sich um den AV-Mute-Slider. Hiermit können wir das Bild praktisch einfach muten und natürlich auch den Ton. Wir ziehen ihn einfach vor. Das Bild ist weg, der Ton ist aus. Der Präsentierende zieht die Aufmerksamkeit auf sich und wenn er dann nachher wieder zur Präsentation übergeht, kann er einfach hingehen, zieht den AV-Mute-Slider wieder auf. Und in Sekundenschnelle ist das Bild wieder in voller Lichtleistung da. Eine sehr praktische Eigenschaft. Dazu schützt es natürlich unterwegs, wenn das Gerät in der Tasche ist oder auch so irgendwo steht, noch vor Staub und äußeren Einflüssen. Ein weiteres praktisches Feature des Epson EBW29 ist sein 3-in-1 USB-Display. Denn hierüber haben wir die Möglichkeit, Bilddaten, Ton und auch Steuerungsdaten per USB-Kabel direkt an den Projektor zu übertragen. Das Ganze geschieht dann mit einem USB-Kabel, wie wir es zum Beispiel von einem Drucker her kennen.
Das ist immer dann sehr praktisch, wenn wir zum Beispiel schon alle optischen Eingänge wie VGA und HDMI belegt haben oder vielleicht sogar gerade das VGA oder HDMI-Kabel vergessen haben. Denn so haben wir auch noch die Möglichkeit, den Projektor auch einfach nur über eine USB-Schnittstelle zu nutzen, zu steuern oder auch mit einem Audiosignal zu versorgen. Wie man bei dem W29 sieht, er ist ja wirklich sehr kompakt und dank seiner Tasche ist er natürlich auch sehr mobil. So können wir ihn auch sehr gut als portablen Business-Projektor einsetzen oder zum Beispiel auch in der Schule, wenn wir von Klassenraum zu Klassenraum gehen müssen, um dort eine Präsentation zu halten. Schauen wir uns nun einmal den Lieferumfang des Projektors an. Hier haben wir einmal eine Tragetasche, ein Netzkabel, ein VGA-Kabel, die Dokumentation sowie eine Software-CD, eine Kabelklemme, Batterien für die Fernbedienung und die Fernbedienung selbst. Wie wir gesehen haben, bietet der Epson EBW29 sehr gute Multimedia-Eigenschaften. Wir können ihn sehr gut für Präsentationen nutzen, sei es im Büro für eine Business-Präsentation oder natürlich auch in der Schule, wenn es um die Präsentation von Lehrmaterialien geht, oder aber auch dank seiner WXGA-Auflösung und dem HD-Ready-Bereich, den er damit abdeckt, können wir ihn auch gut für den gelegentlichen Heimkinoabend nutzen oder natürlich auch, wenn es wieder heißt Fußballabend, für Fußballspiele. Wir hoffen, wir konnten euch den Epson EBW29 etwas näher bringen und würden uns freuen, euch auch bei unserem nächsten Video erneut begrüßen zu dürfen. Vielen Dank!